Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 518. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Und wie sich das für eine ordentliche Saisonabschlussfolge gehört, ist auch diesmal wieder dabei der von uns ernannte Quizmaster, der Dominik, also known as @domwaits. Hi Dominik. Gute. Ja, wir machen hier heute, wie ich gerade eben schon sagte, Saisonabschluss. Leider hat es nicht geklappt, dass wir hier eine größere Runde zusammenkriegen konnten. Leider ist das Termin nicht alles gerade ein bisschen schwierig, aber dann werden wir das einfach hier, soweit es geht, behandeln. Und ja, wir starten rein, würde ich sagen, mit dem Quiz, was der liebe Dominik vorbereitet hat. Er hat mir vorhin schon gesagt, er ist der vorbereitete Quizmaster und hat sich quasi der Aufgabe angenommen und über die Saison hinweg Dinge gesammelt, die er in ein Quiz packen kann. Ja, ganz genau. Respekt schon mal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Hat auch echt großen Spaß gemacht. Das hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden für mich durch die Saison gezogen, dass immer mal wieder, wenn was Spannendes passiert ist, ist ja am Ende auch genug Spannendes passiert, ja, ich das irgendwie in Form von einer Quizfrage unterbringen konnte. Und der Unterschied zu dem Quiz von letztem Jahr ist zum einen, dass wir jetzt in der digitalen Oberfläche das Quiz machen werden und es läuft nicht mehr über das Reinrufen. Okay. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, also als erstes lese ich die Fragen vor und auch die Antwortmöglichkeiten, dann könnt ihr abstimmen, habt dafür eine kurze Zeit, okay. Drückt auf Senden und das heißt, ihr könnt auch beide richtig liegen und ich erhoffe mir davon eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen, anders als es letztes Jahr gewesen ist, wo Marvin ja nicht nur alles wusste, sondern auch furchtbar schnell immer war. Ja, das ist tatsächlich der Punkt, vor dem ich so ein bisschen Angst habe, dass ich hier alleine gegen Marvin the Brain antreten muss. Das ist so ein bisschen, das bereitet mir leichten Druck, aber ich tue mein Bestes. Okay, sehr gut. Das heißt, es geht auch auf Zeit, habe ich verstanden. Ja, richtig. Ihr habt für die Antwort der Fragen habt ihr immer 15 Sekunden Zeit, aber ihr müsst die ja auch nicht mehr lesen oder sowas in der Art, sondern ihr müsst nur noch die richtige Antwort auswählen. Okay. Was ich noch zur Gestaltung vom Quiz sagen möchte, ist, ich hatte mir am Ende über die Reihenfolge der Fragen Gedanken gemacht und bin jetzt so verblieben, dass ich die einigermaßen chronologisch aufgebaut habe. Okay. Man kann sich so, also ich hatte überlegt, ob man irgendwie sagt, okay, wir fangen jetzt mit der Bundesliga an, dann sprechen wir über die Champions League, danach DFB-Pokal. Ich habe gesagt, nee, komm, wir machen das chronologisch, es wird wild, es ist wirklich ein Auf und Ab der Themen, aber ich glaube, das passt gut. Okay. Und die Antwortmöglichkeiten habe ich auch, soweit es ging, irgendwie entweder alphabetisch oder zahlenmäßig aufsteigend sortiert. Also da steckt kein erweitertes System dahinter, dass ich mir gesagt habe, ich will jetzt die Antwortmöglichkeit als erstes haben. Also Keep it simple an der Stelle. Genau. Ansonsten, ich denke, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch. Also ich habe meine Finger gerade aufgewärmt. Ich sitze hier und bin bereit. Marvin, was ist mit dir? Ich bin nie bereit, aber deswegen sollte mich das jetzt nicht abhalten. Also wir gucken einfach mal. Ja. Großartig. Ja, das ist wieder so ein Marvin-Moment. Er sagt, er hat eigentlich keine Ahnung und am Ende rockt er das Ding. Also so wird es ja hier wieder. Naja, mal abwarten. Ja. Ja, komm, Dominik, dann leg los. Was ist die erste Frage? Sagen. Genau, ich habe euch, um euch so ein bisschen an die neue Oberfläche zu gewöhnen, habe ich euch drei, ich sage jetzt mal Tutorial-Fragen, wie man das aus guten Videospielen kennt, eingebaut. Da habt ihr 30 gut. Sekunden Zeit und die Fragen sind auch sehr, sehr leicht gestaltet. Ich beginne jetzt einfach direkt mal mit der ersten. In welchem Stadion trägt die Eintracht ihre Heimspiele aus? Im Flussstadion, im Waldstadion oder im Wiesenstadion? Ah, sehr gut, alles klar. Okay, die Frage kriegst sogar ich hin. Sehr gut. Geil. Wunderbar, zwei Leute haben abgestimmt. Ihr hättet jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich drücke jetzt hier schon mal auf die Ergebnisse und auf die korrekte Antwort. Und das ist natürlich das Waldstadion. Gut, die nächste Frage. Siehst du, wer schneller war? Das sehen wir dann später tatsächlich. Nee, aber ich sehe es jetzt hier noch nicht. Okay. Wir haben hier zwischenzeitlich, kann ich immer mal so ein Leaderboard mit einblenden. Guck mal da, 5 Sekunden für beide. Okay, sehr gut. Okay. Wunderbar. Gut, Frage 2. In welchem Jahr wurde die Eintracht gegründet? 1899, 1900 oder 1901? Das ist halt fies, dass man immer noch auf Senden drücken muss.
Ja, das gehört auch noch mit dazu. Ja. Aber er gibt dir die Möglichkeit, dich nochmal umzuentscheiden, falls es so ist. Dann gehen wir jetzt auch schon zu den Ergebnissen. Mhm. Und ihr liegt natürlich auch beide wieder richtig. Ey, das wär jetzt ernsthaft peinlich gewesen. Ja. Und dann haben wir noch eine letzte Tutorial-Frage. Ich denke, ihr seid dann auch einigermaßen warm mit dem Thema hier. Wie heißt Frankfurts aktueller Stammtorhüter? Trapp, Lehmann oder Köpke? Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ja, Marvin Köpke hat jetzt bestimmt versehentlich auf Andi Köpke geklickt. Einfach aus der Nostalgie wegen, oder? Ja. Köpke der Herzen auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Perfekt. Dann habt ihr alle die Fragen richtig abgeschlossen im Tutorial. Ihr habt alle wunderbare 3 Punkte schon mal gesammelt. Das ist sehr gut. Und jetzt beginnen wir hier ist doch gut, wenn man nicht 0 Punkte reden. Ja, das ist schon mal, ja. Fängt doch schon mal gut an jetzt. Vielen Dank. Ja. So, dann gehen wir mal ans Eingemachte, würde ich sagen. Boah, Frage Nummer 4, die erste richtige Quizfrage. Wann hat die Eintracht das letzte Mal in der Bundesliga die Saison eröffnet? In der Saison 3-4 gegen München, in der Saison 11-12 gegen Dortmund oder in der Saison 17-18 gegen Freiburg? Mhm. Oh, schon gleich keine Ahnung. Geil. Mal gucken. Ich auch nicht, ich habe jetzt einfach so ein Wild Guess. Ja, ich auch. Bin auch mal gespannt, was du hast. Also es ist so. Jeder hat unterschiedliche. Wir haben schon mal unterschiedliche Antworten. Ja, schon mal unterschiedliche Antworten. Wahrscheinlich beide jetzt falsch. Und die richtige Antwort ist... Yeah! Hier geht's schon los. Also, richtige Antwort ist Saison 3-4 gegen München, Auswärtsspiel. Ah, es ist, aber das Krasse ist, hättest du 17-18 gegen Dortmund gesagt, sag ich mal, 17-18 gegen Dortmund, hätte ich safe auch das gesagt oder so. Oder irgendwas anderes gegen die Bayern, weil ich das Gefühl hatte, dass eigentlich... viel gar nicht so lange her ist, ne? Aber spannend. Mhm. Ja, dann passend auch zum Anfang der Saison, wer hat das erste Tor für die Eintracht in der Bundesliga-Saison geschossen? Lindström, Kamada oder Kolo Muani? Mhm. Tatsächlich auch keine Ahnung, aber gut. Habt ihr jetzt echt beide auf Lindström geklickt? Mhm, das ist ja Wahnsinn. Also die richtige Antwort ist Kolo Muani. Vielleicht mal, erinnert ihr euch an das 1-6 Heimspiel gegen die Bayern, eingewechselt worden. Okay. Ah, das war mein Denkfehler. Ich habe gedacht, von wegen, der hat am Anfang doch noch gar nicht in den ersten Spielen nicht gespielt, aber der ist natürlich eingewechselt worden. Ja. Ja. Cool. Fuck. War auch ganz hervorragend. Trotzdem. Dann machen wir weiter. Ja, ist auch kein Spiel, an das man sich, glaube ich, gerne erinnert. Nee, würde ich auch sagen. Nee, nicht unbedingt. Wie viele Pflichtspiele hat die Eintracht während der Saison 22/23 in Summe in allen Wettbewerben bestritten? 42, 48, 49, 50 oder 51? Oh, und da kommt zwischenzeitlich nochmal das Leaderboard. Okay, sorry, das wurde jetzt hier eingeblendet, das habe ich vergessen. Aber ich hoffe, ihr habt die Antworten noch parat. Ihr seht sie jetzt. Mhm. Achso, jetzt habe ich sie. Boah, es waren verdammt viele, das weiß ich. Ja, schwanke zwischen zwei. Ich bin ja mit Zahlen immer schlecht, aber gut, komm, wir machen es mal. Zahlen immer schlecht. Mal gucken. Mhm. Ah ja. Okay, sehr gut. Richtige Antwort ist 49 Spiele. Da, Mist. Mhm. Setzt sich zusammen aus 34 Spielen in der Bundesliga. Ja, das ist einfach. 8 Champions-League-Spiele. Mhm. 6 im DFB-Pokal. Und einmal ein Superliga-Spiel. Deswegen der Superliga, genau in diesem Supercup. Deswegen mein Denkfehler war, ich habe mich erinnert an die Pressekonferenz vor dem Pokalfinale. Und da sagte Glasner, wir haben ja schon 48 Spiele bestritten und mein Kopf hat nicht gedacht, dass da noch eins dazukommen muss. Ja, aber das ist fies auch. Das kann ich nachvollziehen. Okay. Sehr gut. Okay. Dann. Let's go. So, jetzt kommt als nächstes, ich habe ein neues Fragenformat, ganz einfach, falsch oder richtig. Ich gebe euch die Aussage und ihr sagt, ob die Aussage falsch oder richtig ist. In der Saison 22/23 spielten zum ersten Mal 5 deutsche Mannschaften in der Champions League. Falsch oder richtig? Würde ich tatsächlich nicht. Ach, ja Quatsch. Ich, mal gucken. Sehr gut. Und die richtige Antwort ist, die Aussage ist richtig. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Ja. Sehr gut. Beide Punkte.
Gut, und weiter geht's. Wir haben. Auch, das ist auch eine krasse Nummer, muss man mal sagen. Ne? Das ist halt echt absurd, ne? Wenn du dir überlegst, klar, viele Startplätze, ne, dass das auch das alles klappt, aber dass halt wirklich dann die Europa League ist ja das erste, eine der ersten Male so gewesen, ja, dass die Europa League dann wirklich auch zur Champions League geführt hat. Ne? Das gab es ja davor nämlich nicht. Dass der Sieger nicht automatisch aus den ersten vier oder aus einer anderen Liga kam, ja. Ja, genau. So ist es. Wir machen weiter mit etwas Frankfurter Lied. Gut, ich werde aber nicht singen. Ihr kennt den Text ohnehin. Ah, super. Ey. Wir fahren weiter nach Bordeaux. Wir spielen international. Der OFC fährt nur nach Baunatal. Das stimmte allerdings diese Saison nicht ganz, denn die U21 ist auch nach Baunatal gefahren. Wie endete das Auswärtsspiel in Baunatal aus Sicht der Eintracht Frankfurt U21? Sieg, Unentschieden oder Niederlage? Ich bin ja schon froh, dass du nicht am Ergebnis fragst. Da wäre ich komplett blank. Wild, ey. Das sind typische Trickfragen. Ja, ich glaube auch. Fies. Ich glaube auch. Ja. So, und da kommt auch schon die richtige Antwort. Sie haben unentschieden gespielt. 1-1. Grauner Ding, so einfach nix gewusst, René. Gerade mal irgendwie 3 Tage gewusst, dass es die U21 überhaupt gibt oder so, ja. Aber gut, naja. Ja, okay. Ja, so bin ich durch meine Schulzeit gekommen. Da bauen wir hier schon mal direkt die erste Brücke zur Zukunft oder zur angenehmen Gegenwart. Gegen welchen Bundesligisten hat unser Neuzugang Hugo Larsson in der vergangenen Saison schon gespielt? Union Berlin, Borussia Dortmund, SC Freiburg oder Bayer Leverkusen? Boah, das ist eine gute Frage. Ja, auch wieder so Tendenz zwischen zwei Antworten und wahrscheinlich mich wieder für die falsche entschieden. Ja, genau. Das war in der Europa League. Ja. Gruppenphase Union Berlin gegen Malmö. Ja. Union Berlin ist richtig. Ja. So. Das war meine erste Intuition und ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Das war schlecht. Mhm. So, jetzt kommt die wahrscheinlich kurioseste Frage, die ich in dem Spiel habe. Jetzt bin ich aber gespannt. Also pass auf. Mhm. kurz vor dem Spiel der Eintracht in London, also gegen die Spurs, fand im Stadion der Spurs noch ein anderes Event statt und übrig geblieben war die Aufschrift auf der Umkleidekabine der Frankfurter. Was stand auf dem Schild der Frankfurter Umkleide in London? Catering Guns N' Roses, Cheerleader Locker Room, Green Bay Packers Locker Room oder Lady Gaga Background Dancers? Mhm, okay, alles klar. Boah, ich gehe auch wieder mit meiner ersten Intuition. Ich habe keine Ahnung. Das ist immer der Nachteil, wenn man sich diese Vorberichte und so einen Kram nicht anguckt. Ja, mache ich auch nie. Also vollkommen recht. Das ist echt so das Ding. Oder ich war aber diesmal auch leider nicht da, sonst hätten wir das noch mal mehr mitbekommen. Aber ich bin mal gespannt, was die richtige Antwort ist, mein Lieber. Also, es ist tatsächlich so, dass in der vergangenen Saison sowohl Guns N' Roses als auch Lady Gaga in dem Stadion gespielt haben. Mhm. Am Wochenende, bevor dieses Champions League-Spiel stattfand, gab es allerdings ein Football-Spiel, nämlich zwischen den Green Bay Packers und, ich glaube, den New York Giants oder so. Heißen die so? Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Sehr gut. Und übrig geblieben ist die Umkleidekabine der Eintracht, auf der stand Cheerleader Locker Room. Nein, yeah! Das ist wirklich scheiße fies, weil ich meine, ich wusste, dass da Football war. So, und dann, das ist echt. Das wusste ich auch. Das war so mein Thema. Da ich so, entweder war es halt eben von den Spielern oder von den Cheerleadern. Nee, das war halt einfach, mir war klar, es muss eins von den beiden sein. So eine Gaunerei, ey. Das kann man übrigens nachgucken. René, ich schicke dir auch gleich den Screenshot noch mit. Das ist zu sehen in der The Zone-Doku. 3 Blickwinkel hieß die, glaube ich. Falls ihr euch erinnert, bei der aus Sicht der Mannschaft und auch, ich glaube, aus der Sicht der Fans und der so weiter. Der Fans und so, ja. Genau, erzählt wurde. Und ich habe mir die einigermaßen genau angeguckt und habe auf einmal diesen Schriftzug entdeckt, musste laut lachen und dachte so, Moment, was? Und dann ging es ganz, ganz schnell in eine Eintracht-Frage um, also fürs Quiz hier. Ja, habe ich auch gesehen, aber das ist mir ernsthaft nicht aufgefallen. Ja, ich glaube, Christopher Lenz sitzt da im Bild in dem Moment und dann geht die Tür zu und dann steht da draußen drauf Cheerleader Locker Room. Okay. So. Hervorragend. Wir haben ein Leaderboard als nächstes, einen kurzen Zwischenstand. René führt mit 7-6 von 10 möglichen Punkten an der Stelle. So, here we go.
Marvin, es ist noch alles drin für dich. Streng dich ab. Alles gut, alles gut. Ja. Bei solchen Ratefragen, wo du einfach nur richtig rätst und eigentlich kein wirkliches Wissen hast, ist alles in Ordnung. Ja, dann gucken wir mal, ob du die nächste Frage richtig beantwortest. Das ist ja dann eine reine Wissensfrage für dich. Tatsächlich habe ich aber Respekt davor, dass du wusstest das ja auch, das mit dem Footballspiel, und das ist ja alles gut. Also ja. Ich mache hier nur ein paar Späßchen. So. Gegen welche Mannschaft hat die Eintracht beide Champions League Spiele gewonnen? Sporting Lissabon, Olympique Marseille oder Tottenham Hotspurs? Ja, das ging schnell, richtig. Olympique Marseille stimmt natürlich. Mhm. Punkt für beide. Sporting war das erste, das haben wir verloren, und gegen die Spurs haben wir zu Hause noch unentschieden gespielt. Ja, ich glaube, so ist es richtig, ja. Dann, wie viele Heimspiele hat die Eintracht in der vergangenen Saison in der Bundesliga verloren? Mhm. 1, 2, 3 oder 4? Oh, spannend, okay. Also jetzt vorbei war, ne? Okay, alles klar. Nur kurzfristig umentschieden, das war wahrscheinlich jetzt ein Fehler. Oh, scheiße. Ich habe zu langsam gemacht. Ich war zu langsam. Was wäre denn deine Antwort gewesen, Marvin? Wahrscheinlich wäre es 3 gewesen, aber... Ja, 3 wäre auch die richtige Antwort. René hat auf 2 getippt, von daher... Nein! Nicht viel verloren. Kriegen wir die 3 Mannschaften, gegen die wir die Heimspiele verloren haben, noch zusammen? Na, wir haben ja eben schon die Bayern gehabt, ne? Richtig. Das war das Ding. Dann haben wir Dortmund halt, ne? Dortmund. Genau. Und I believe, warte mal, war das unentschieden? Unentschieden? Nee, warte mal. Ach, das habe ich mich so geärgert. Ich glaube, das dürfte Wolfsburg gewesen sein, oder? Das ist alles richtig. Keine Bonuspunkte für dich an der Stelle, aber es war alles richtig. Also ich bin dafür, da hat er einen Bonuspunkt für verdient. Respekt. Eigentlich schon, ja. Und genau, Kuriosum an der Stelle vielleicht, dass die letzte Heimniederlage gegen Dortmund das Spiel gewesen ist. Das war am 12. Spieltag und seitdem in der Bundesliga zu Hause ungeschlagen gewesen. Also wir gehen schon mit einer ziemlichen Serie dann auch in die nächste Saison. Eigentlich schon krass, ne? Muss man mal sagen. Gut. Hat uns nicht viel gebracht, aber gut. Ja, irgendwie leider nicht, ne. Erst gegen Olympique Marseille gelang der Eintracht ihr erster Treffer in der Champions League. Jesper Lindström traf in der 43. Minute zum 0:1, gleichzeitig Endstand. Wer schoss das letzte Champions League-Tor für Frankfurt? Lindström, Kamada oder Randall Kolo Muani? Oh, das Letzte, wer schoss das Letzte? Da habt ihr doch vorhin noch, als ich Fußball 2000 gehört habe, habt ihr noch drüber gesprochen. Ich glaube, das sind 2 richtige Antworten. Ja, definitiv. Und zwar war das 2:1 in Lissabon. Ja. Dieser Strahl. Ja. Kamada hat da vorgetroffen, der hatte doch den Elfer. Ja, genau, Elfer, richtig, ja. Genau. Ja. Ich habe vorhin auch tatsächlich die Fußball 2000 geschaut, die ihr am Montag rausgebracht habt, und ihr habt auch über ein Thema gesprochen, was jetzt hier zu einer Frage wird. Wie viele Minuten war die Eintracht am 6. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League Gruppenerster? 3 Minuten, 12 Minuten, 23 Minuten oder 30 Minuten? Oh, boah, da kann ich leider aber nur raten, ehrlich gesagt. Ja. Völlig geraten, ehrlich gesagt. Ich hab's ja nicht so mit Zahlen. Das ist immer so das Problem. Ihr seid beide auf 12 Minuten gegangen, das stimmt leider nicht. Es sind 23 Minuten gewesen. Oh, so krass, lange. So lang. Ja, aber so lange habe ich es auch nicht im Gefühl gehabt, muss ich sagen. Nee, also ich war da total on fire und total. Ich habe das zusammen mit meinem Vater damals geguckt. Da war ich gerade im Urlaub. Und das war ja bei dem letzten Spiel Lissabon, wo Basti und so dann auch vor Ort waren. Und dann habe ich gedacht, also für mich ging das nicht so, waren das nicht 23 Minuten, es waren eher maximal 12 Minuten. Aber siehst du mal, gut zu wissen. Ja. Geil. Für die nächste Frage haben wir so ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Welche beiden Spieler sind für den FC Utrecht im Spiel gegen den FC Groningen am 6.11.22 von der Bank gekommen? Bas Dost und Michael Hector, Taleb Tawata, Felix Wiedwald oder Armin Younes? Kann ich nur raten.
Gut. Einer ist bei Michael Hector und einer bei Armin Younes. Armin Younes ist richtig. Der ist nach Utrecht gewechselt. Ich glaube wieder mal auf Leihbasis, aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Und es kam da auch nicht so wirklich gut an. Da gab es ja dann auch Stress mit dem Trainer und so weiter und so fort. Da war einiges los. Ich hätte mir eigentlich auch mal gewünscht, dass Taleb Terwater noch mal eine bessere Karriere hat. Das ist aber leider nicht der Fall. Das muss man tatsächlich sagen. Das ging ein bisschen bergab bei ihm. Michael Hector eigentlich immer noch ein geiler Typ. Ich glaube, der dürfte mittlerweile oh, keine Ahnung, 29, 31, ja. 30, irgendwas, aber der ist richtig runtergereicht worden. Der ist mittlerweile in der dritten Liga unterwegs. Also schade, schade. Aber Michael Hector, lass ich nichts drauf kommen auf den Typ. Und ich glaube, die Frage, die du reingespielt hast mit Wiedwald, der dürfte bei Volendam gewesen sein. Kann das sein? Ich bin mir unsicher. Aber ich glaube, der war bei einem anderen holländischen Verein. Ja, genau, das hatte ich auch in Erinnerung, dass der auch in nach Holland gewechselt ist, aber da glaube ich auch ein bisschen länger geblieben ist, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich fand es nur witzig zu sehen, dass nachdem er ja gesagt hatte, er hätte seinen Hafen jetzt mal wieder gefunden, das hat er glaube ich bei jeder Pressekonferenz bei seinem neuen Verein immer gesagt, dass Armin Younes dann auch nochmal in die Niederlande gewechselt ist zu Bastos. Bitter, bitter, bitter. Und bei Wiedwald habe ich irgendwie Unsinn erzählt, ich habe gerade mal nachgeguckt, der hat seine Karriere schon beendet. Ah, der ist auch schon raus. Okay, gut. Okay, wir haben hier ein Leaderboard stehen. Ich hoffe, ihr seht es auch. Ja, Marvin liegt vorne, weil er schneller war. Ja, etwas. Aber ansonsten 9-9 von 15 möglichen Punkten. Ist doch gut. Okay, weiter geht's. Seit dieser Saison spielt Gonzalo Paciencia für den spanischen Erstligisten Celta Vigo. Welcher Ex-Eintracht-Spieler ist im Wintertransferfenster auch zu Celta Vigo gewechselt? Gacinovic, Salcedo, Seferovic oder Willems? Wow. Wahrscheinlich falsch. Ich glaube, bei mir auch, ja. Mal gucken, ey. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay, richtige Antwort ist Haris Seferovic. Boah, hab ich Glück gehabt, ey. Okay. Dammit. Ja. Ich war mir nicht sicher. Es war nur Ausschlussverfahren, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Krass. Okay. Dann haben wir noch eine Frage, die sich auf das Wintertransferfenster bezieht. Und zwar ging es da um ein Gerücht. Im Winter war ein Transfer von Jerry St. Just von Sporting zur Eintracht ein Thema. Welche der folgenden Aussagen über ihn stimmt? Er ist der zweitschnellste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Er hat die meisten Assists für Mainz 05 in der Vereinsgeschichte. Oder er hat in seiner kompletten Fußballerkarriere keine rote Karte gesehen. Das müsste man sich mit Mainz 05 auskennen, was hier natürlich keiner tut. Also, hast du schon geklickt? Bist du fertig? Ja. Also Assists wären schon sehr absurd, aber glaube ich nicht. Ja, die richtige Antwort ist, er ist der zweitschnellste Spieler der Bundesliga. Ich dachte, er wäre der schnellste, das wäre so eine Fangfrage. Dammit. Ja. Obacht, er war auch der Schnellste, nämlich bis zu dieser Saison. Da ist er abgelöst worden von einem anderen Spieler, kein Eintracht-Spieler, aber wüsste, wer es gewesen ist. Warte mal, wer ist noch schnell? Nee, kein Peil. Nee, weiß ich nicht. Adeyemi ist es gewesen. Oh, geil. Aber hier geht es wirklich um den Millisekundenbereich. Wenn man sich die Tabelle anguckt, das sind dann halt wirklich nur 200 Millisekunden oder wie auch immer man das nennt. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr knapp. Saint-Just wäre schon auch eine Granate gewesen, muss man mal sagen. Der hat jetzt, ist gar nicht so großartig viel gewechselt eigentlich in seiner Karriere. Nee. Ich glaube, das hat aber auch richtig Geld gegeben für Mainz, ne? Der ist ja damals dann irgendwie zu Sporting gewechselt. Schon ein geiler Kicker. Wäre schön gewesen. Ja, definitiv. Sagt niemals nie. Kann ja noch was werden. So ist es, ja. Dann, na, ganz einfache Frage eigentlich. Was war der höchste Tabellenplatz, den die Eintracht diese Saison in der Bundesliga hatte? Erster, zweiter, dritter oder vierter? Einfache Frage, sagt er. Tja, das ist wirklich. Muss mal nachdenken. Ich habe gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Was mache ich denn da? Was anklicken? Na gut. Ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Falsch. Richtige Antwort ist Tabellenplatz 2. Ja, sehr gut, René. Und zwar genau einen Spieltag lang, nämlich am 16. Spieltag nach dem Heimsieg gegen Schalke. Und dann sehr ging gut. Es bergab. Ja. So. Krass, dass wir auf der 2 waren. Das denkt man gar nicht, wenn man jetzt irgendwie auf Tabellenplatz 7 dann
Hotspots landet, ne? Ja, naja. Oder? Dachte ich auch, ja. Doch, das war doch die Zeit, wo sie uns mit irgendwie als Bayern-Verfolger Nummer 1 irgendwie wieder hingeschrieben hatten. Ja, richtig. Das war das erste Spiel nach der Winterpause. Nach dieser verlängerten Winterpause, ja. Ja. Richtig, genau. Und danach haben wir ja, glaube ich, das Rückspiel, also nee, dann hatten wir das erste Spiel gegen Mainz und das waren Unentschieden oder sowas in der Art. Und dann hatte sich das Thema mit Tabellenspitze auch wieder erledigt gehabt. Ja, ja, leider ja. Genau, dann nächste Frage ist, welcher Spieler machte im Rückspiel gegen die Bayern sein 250. Spiel für die Eintracht? Hasebe, Ndicka, Rode oder Trapp? Im Rückspiel. Auch raten. Ja, das habt ihr beide sehr, sehr gut gemacht. Antwort ist richtig, Sebastian Rode. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Ich hatte auch noch so diese obligatorische, wie alt ist Hakoto Masebe eigentlich, wie Marc Weidenfeller ihn immer nennt, hatte ich auch noch drin, die Frage danach und hatte, aber ich habe sie wieder rausgeschmissen, wer war Kanzlerin oder Bundeskanzler beim ersten Bundesligaspiel von Hasebe, aber es war am Ende auch Angela Merkel, also ist nicht so spannend gewesen, ist aber sie wieder rausgeflogen. Ja. Hier haben wir aber was anderes und zwar... Am 28.01. spielte die Eintracht 1-1 in München. Welche Mannschaft spielte an diesem Wochenende nicht unentschieden? Real Madrid, Feyenoord, Paris Saint-Germain oder Juventus Turin? Ich sehe gar nichts, ehrlich gesagt. Ah, jetzt. Ja. Spielte an diesem Wochenende nicht unentschieden. Okay, warte mal. Boah. Kann ich das auch wieder nur raten? Komplette Raterei. Aber gut, was soll ich das wissen? Okay. Okay. Da habt ihr leider beide falsch gelegen. Nämlich Juventus Turin ist die richtige Antwort. Die haben 2-0 gegen Monza verloren, kostet statt einer Halbzeit auf dem Feld. Ah, okay. Alle anderen Mannschaften haben tatsächlich unentschieden gespielt. Feyenoord ist ja, glaube ich, dieses Jahr auch Meister geworden. Ja. In den Niederlanden. Genau. Aber es ist schon ein bisschen Insiderwissen, ne? Ja, es ist ein bisschen Insiderwissen. Ich fand es sehr, sehr kurios, weil es ist auf Twitter tatsächlich ein Screenshot von rumgegangen, welche Mannschaften in den großen europäischen Ligen dieses Wochenende alle unentschieden gespielt hätten. City hat sich den Spaß natürlich nicht erlaubt. Die haben, glaube ich, gewonnen, so wie immer. Ja. Wir befinden uns jetzt im Februar der vergangenen Saison, Februar diesen Jahres. Die letzte Begegnung der Eintracht mit Darmstadt 98 war in der Saison 16-17 und ging 2-0 aus. Für die Eintracht trafen Ante Rebic und Besuschkow, Hasebe, Mascarell oder Tarasay. Das wäre ja so eine Frage für Marvin. Also, warte mal, lass mich mal so. Ah, die habe ich nicht richtig sortiert, aber ihr findet euch schon zurecht. Ja. Oh, fuck, ey, das ist echt. Oh, das ist echt. Fuck, schwierig. Okay. Ihr liegt beide falsch. Die richtige Antwort wäre gewesen Hasebe. Makoto Hasebe. Ja, scheiße, ich wusste das sogar. Ich habe es mir gedacht, weil ich gedacht habe, okay, Mascarell ist eigentlich danach erst zum Goalgetter so ein bisschen bei Schalke geworden. Die anderen beiden habe ich komplett, Tarasay, Besuschkow, komplett ausgeruhlt. Ach, fuck, hasse ich. Okay, das ärgert mich jetzt, alles klar. Ja. Das war die Klassenerhaltssaison. Taffe Saison. Ja. Mhm. Ja, für die nächste Frage möchte ich Props an Jonas Jordan geben, auf Twitter Jonas Jo, der hat nämlich was Witziges gepostet, das hier jetzt auch direkt zu einer Frage geworden ist. Wie viele Spieler aus der Eintracht-Jugend standen beim Heimspiel von Köln gegen Frankfurt für Köln in der Startelf? 1, 2, 3, 4 oder 5? Wie viele Jugendspieler aus der Eintracht? Okay. Heimspiel... Weiß ich nicht. I guess viele, aber boah. Mal gucken. Ja, so viele waren es nicht. Es waren nur 3. Ihr habt beide auch. Kriegt ihr die eventuell zusammen? Nee. Komm, Marvin, hau mal einen raus. Spieler von Köln, die bei der Eintracht in der Jugend gewesen sind.
Oh, müsste ich jetzt mal überlegen. Spieler von Köln, ey. Lass mal nachdenken. Das dauert jetzt ein bisschen. Also, Spieler von Köln. Also, okay, von der Jugend, na logisch, Marvin Schwebe halt. Okay, gut, Jo, den habe ich schon. sehr gut. Und das ärgert mich auch, weil der wäre tatsächlich auch damals nicht verkehrt gewesen. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Hussein Basic, ob der Richtig. mal bei uns gespielt hat. Ja, Ja, so, aber da haben da wir die hört zwei. es jetzt leider auf. Nee, jetzt Und merkt man Chabot es. gehört auch noch mit dazu. Oh, krass, das Ah, wusste ich okay. beispielsweise gar nicht. Okay, alles klar. Sehr Okay. gut. Okay, krass, alles klar. Dann nächste Frage ist: Wie lang war die längste Serie ohne Niederlage in der Bundesliga? 5, 6, 7 oder 8 Spiele? In dieser Saison oder In generell? dieser Saison. Okay. Ach ja, okay, alles klar, na gut. Ich und Zahlen, ey. Okay, weniger Zahlenfragen für die nächste Saison. Ach, Es Scheiße, waren, ich glaube, ich habe sieben waren's. ja, richtig, es waren 7. Und zwar vom 13. Fuck. Spieltag in Augsburg bis zur Niederlage in Köln. Könnte ich mal So. rechnen. Okay. Jetzt aber wieder eine einfache Frage. Falsch oder richtig? Frankfurt hat gegen keine Mannschaft beide Bundesligaspiele gewonnen. Falsch oder richtig? Beide. Okay. Beide. Oh, einmal richtig, einmal falsch. Die korrekte Antwort ist falsch, denn die Eintracht hat gegen No! exakt eine Mannschaft Beide beide Spiele. Bundesligaspiele gewonnen. Und Wer damit was? machen wir jetzt auch direkt weiter. Als Wer erstes war's das denn? Leaderboard. Ja, warte, Hm? warte. Das ist die nächste Frage. Wir sind bei 12 zu 12 von 24 möglichen Punkten. Das ist ja Oh. ganz hervorragend, was wir hier von Kopf an Kopf rennen haben. Genau, gegen welche Mannschaft hat die Eintracht beide Bundesligaspiele gewonnen? Hertha, Bremen, Stuttgart oder Bochum? Okay. Das war jetzt ein bisschen zu schnell von mir. Warte mal, ich habe nur eine Antwort bekommen. Komm, ich gehe mal einen zurück. Ist aber jetzt Da. fies. Ja. René, willst du noch eine Antwort abgeben? Ich hab doch. Marvin, hast du? Ja, eigentlich hatte ich schon. Dann nochmal klicken. Gut. Okay, wunderbar. Gucken. Nee, dann passt's auch. Ihr habt beide die richtige Antwort, nämlich Werder Bremen. Das ist korrekt. Ja, wir haben nur gegen die Bremer beide Spiele gewonnen. Gegen alle Ja. anderen gab es entweder mindestens ein Unentschieden oder eine Niederlage. Ja. Und damit geht es weiter. Welche Aussage über den 21. Spieltag stimmt nicht? Die Eintracht hat 40 oder mehr Punkte. Die ersten drei Plätze der Tabelle, Bayern, Dortmund, Union Berlin, haben alle 43 Punkte. Oder die Vereine der letzten vier Plätze der Tabelle haben alle Blau-Weiß als Vereinsfarben. Welche der Aussagen stimmt nicht? Okay. Nee, ich glaube, ich liege falsch. Eine Antwort ist richtig, und zwar die Eintracht hat 40 oder mehr Punkte, stimmt Ja. nicht. Wir hatten nämlich nur 38. Aber der Rest Ja. sah las sich tatsächlich einigermaßen witzig, vor allem mit den letzten vier in Blau-Weiß. Hoffenheim hat es ja dann leider weiter rausgeschafft. Aber war also lustig, weil wir danach eigentlich gedacht haben, so, jetzt haben wir es ja bald, ne, mit den 40. Und dann hat es Ewigkeiten gedauert, weil das war so der Anfang, Ja, dass wir nicht mehr ja. gewonnen haben, so. Ne, ich so, ja, gut, okay, ne, ich mache ja immer dieses Runterzählen, so, für mich ist wichtig, dass ich 40 Punkte marke, Ja. passt, und dann bin ich immer so auf Twitter, und ich so, hey, komm, so, und dann hat es Ewigkeiten gedauert, also Ewigkeiten nicht, aber es hat eine Weile gedauert, weil die nächsten beiden Dinger waren dann halt unentschieden, glaub, dann war es gegen, Wolfsburg oder Stuttgart, was und so weiter. Ja. Mhm. Aufschluss. Die nächste Frage kommt aus dem März. Unser Neuzugang William Pacho spielte im März zum ersten Mal für seine Nationalmannschaft und erzielte auch direkt den 2 zu 1 Siegtreffer gegen Australien. Aus welchem Land kommt Pacho? Ecuador, Kolumbien, Peru oder Venezuela? Hast du, ja, ich wollte dich gerade fragen, ob die Flaggen da mit drauf hast. Leider nicht. Die Flagge habe ich vor Augen, aber ich weiß nicht, zu welchem Land sie gehört.
Ich weiß tatsächlich auch nicht hundertprozentig. Nee, ich habe es falsch gemacht, glaube ich. Glaube, es ist falsch gemacht. Er kommt aus Ecuador. Sehr gut, René. Yes. Sehr gut. Das war sehr gut. Das war wirklich sehr gut, weil ich war mir echt nicht sicher. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass aus Ecuador keine guten Spieler kommen. Aber ja, wollen wir mal hoffen, dass du da Unrecht mit hast. Ja, das stimmt definitiv. Ja. So, dann haben wir noch eine Falsch- oder Richtig-Frage. Wir sind auch auf der Zielgerade schon. Eine Falsch- oder Richtig-Frage. Frankfurt hat nur gegen Dortmund beide Bundesligaspiele verloren. Ist die Aussage falsch oder richtig? Also, okay, warte mal. Nur gegen Dortmund. 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 Uff. Ja, beide richtig abgestimmt. Ja. Die Antwort ist auch richtig, denn die Antwort hat sich ansonsten auch irgendwie ganz gut oder mindestens mal mit einem Unentschieden durchgemogelt. Ja. Sehr gut, wunderbar. Jetzt für die nächste Frage habt ihr tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit. Da habe ich 30 Sekunden als Timer eingestellt. Wie viele Spieler standen bei der Partie in Dortmund auf dem Platz, die irgendwann mal sowohl für Eintracht Frankfurt als auch für Borussia Dortmund gespielt haben? Ach, also, du hast es nicht. Genau. 5, 6, 7 oder 8. Ah, gut, also natürlich. Ach so, okay, alles klar. Oh ja, das ist natürlich jetzt. Okay, jetzt muss ich rechnen. Nur die Anfangsformation, oder? Alles. Also inklusive Wechselspieler. Ja. Wow, das macht natürlich jetzt fies. Oh, muss ich raten. Das ist aber auch fies, ehrlich gesagt. Ich mach mal so. Ey, das ist echt fies. Das fuckt mich auch jetzt ein bisschen ab, weil es mit Sicherheit einen gibt, den ich nicht drin hatte, ey. Einer ist richtig. Und zwar sind es 7 Spieler. Ja. Glückwunsch, Marvin. Sehr gut. Marvin, kriegst du, oder machen wir mal einen Wechsel. René, fang mal an. Wer ist der erste Spieler, der dir einfällt? Rode. Sehr gut. Das war aber auch einfach. Marvin? Emre Can. Sehr gut. René? Ja, bin ich schon raus. Ich habe hart geraten. Na komm. Wer ist Sebastian Aller? Ja, Aller ist richtig, genau. Ah, ja, natürlich. Der war ja da wieder da. Rode, Can, Aller haben wir. Wer noch? Ja. Ja, ich kann doch weitermachen. Also. Ja, dann mach. Ja, komm, dann zieh ab jetzt. Ja, Knauf, Wolf. Jo, richtig. Ja, Wolf, ja. Gut, und Götze natürlich. Ja, ja und einer natürlich. Fehlt noch. Ah, warte mal. Der Süle, ihr Niklas. Richtig, ganz genau. Und das sind die 7. Sehr gut, wunderbar. Dann hast du dir den Punkt auch wohl verdient. Ja, definitiv. Da ist Marvin um Längen besser als ich. Und jetzt hat Marvin René auch überholt mit 16 zu 15 Punkten. 29 mögliche. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich habe das Quiz zu schwer gemacht. Wenn hier nur etwas mehr als die Hälfte der Punkte geholt wird, dann ist es noch ein bisschen zu schwer. Na, es waren auch einfach Ratefragen dabei, ne? Also ich glaube, bei den Ratefragen, da kann man immer richtig oder falsch raten. Also ich meine, ganz ehrlich, wer weiß, die ganzen Ligen, also insofern ist doch alles. Okay. Ja, jetzt kommen tatsächlich nochmal 2 solcher Ratefragen, auch sehr zahlenlastig. In wie vielen Bundesligaspielen hat die Eintracht keine Tore geschossen? 5, 6, 7 oder 8. Wie viele Bundesligaspiele? Okay, was? Wie viele? Keine Tore. Och, das ist aber krass. Ja. Ehrlich gesagt, bin gespannt jetzt. Ey, bin wirklich gespannt, das weiß ich nicht. Es können eigentlich nicht so viele gewesen sein. Die richtige Antwort ist 5. Ach, dammit. Ja, du hast auf 6 getippt, okay. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch die Gegenfrage stellen. In wie vielen Bundesligaspielen hat die Eintracht kein Gegentor gefangen? 5, 6, 7 oder 8? Kein Gegentor? Ja. Das ist aber auch... Also kein... Boah, ehrlich gesagt, das war sehr lustig. Okay, keine Ahnung. Ja. Beide auf 5. Richtige Antwort wäre 6 gewesen. Ah, na gut. Ja, ich war so viel waren's dann doch. Da drauf zu klicken. Sehr gut.
Ich habe auch, ne, ich habe auch gedacht, es wäre geil. 5 und 5 wäre schon sehr lustig gewesen. Ja, wäre irgendwie lustig gewesen. Die letzte Zahlenfrage, versprochen, das ist auch die 5. letzte Frage für dieses Quiz. Die Eintracht hat in der vergangenen Bundesliga-Saison 26 Feldspieler eingesetzt. Wie viele davon haben ein Tor geschossen? 8, 10, 14 oder 20? Dass wir überhaupt so viele Feldspieler eingesetzt haben, irritiert mich, weil gefühlt war immer die gleiche Aufstellung auf dem Platz. 14 oder 20. Boah. Okay, ist echt gewagt. Ey. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung. Richtige Antwort ist 14. Ach, Marvin. Ja, es war geraten. Also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht. Die 10 werden, aber es haben sich halt wirklich viele Tore ver... Oh, du musst nochmal zurückmachen. Ja, sehr gut, danke. Ja, also weil es haben sich viele schon, es hat sich schon verteilt. Ne? Ja, immer, das hatte ich auch in Erinnerung, aber ich hätte halt jetzt so nicht gesagt, dass es 14 sind. Ja, waren aber tatsächlich auch so viele, ne? Wenn man dann irgendwie bedenkt, wer dann noch alles mal eine Bude gemacht hat, auch gerade von den Verteidigern her, gab es eigentlich auch den einen Spieltag, zwei Tore hatten von Verteidigern, ne? Ja. Das ist halt genau das Ding so, ne? Ja. Dann nochmal eine Frage über unsere Abgänge. Ja. Welcher Spieler hat in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend die meisten Tore gemacht? Jovelic, Kostic, Paciencia oder Zuba? Okay. Wettbewerbsübergreifend. Taffe Frage. Ich bin mal sehr gespannt. Aber natürlich nur für die anderen Mannschaften, oder? Wie meinst du? Kostic war ja zur Hälfte noch bei uns, weißt du? Nee, nicht ganz zur Hälfte, der war nur am Anfang noch bei uns. Nee, der ist beim Supercup schon nicht mehr mit. Ja, stimmt, ja. Ja, genau. Weißt du, was ich immer verwechsel? Ja, aber mach ruhig. Hm? Richtige Antwort ist Steven Zuba mit 8 Buben. Mhm. Boah, Marvin. Ja, Jovelic, Schwanz 2, Kostic 3 und Paciencia auch 3. Alles klar. Ja. Hängt mein Herz so sehr an Kostic. Ja, ich hätte es ihm auch gewünscht, dass das irgendwie besser läuft. Ja. Ja. Dann, welcher unserer Leihspieler hat in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend die längste Spielzeit gehabt? Ache, Ackmann, Hauge oder Matanovic? Welcher unserer Spieler? Okay. Da muss ich auch raten. Nee, ich nehme den. Wir haben einmal Ache und einmal Matanovic. Ache ist richtig. Damit, ich hatte den erst angeklickt. Ja, nee, also tatsächlich ist es so, dass Ali Ackmann hat etwas mehr als 500 Minuten gespielt. Hauge und Matanovic so jeweils zwischen 700 und 800 Minuten. Und Ache hat 33 Spiele absolviert und dabei satte 2000 Minuten geschafft. Ja, ich wusste nur, dass Ackmann und Hauge halt absolut nichts gerissen haben. Bei den anderen beiden wusste ich es nicht richtig, deswegen war das jetzt einfach so ein Rateding. Ja, aber Ache ist halt krass, weil ich meine, der hat in der zweiten Liga bei Kräuter wirklich performt und dementsprechend denken die auch darüber nach, den halt wirklich nochmal zu verlängern, beziehungsweise den noch über die Saison bei Fürth zu überlassen, warum auch nicht. Ich würde es ihm tatsächlich auch gönnen. Also ich glaube nicht, dass der bei uns großartig irgendwie eine Einsatzzeit bekommen wird und wenn er da einfach so solide in die Mannschaft passt, warum nicht? So, jetzt haben wir noch zwei Fragen, die sich so ein bisschen auf die kommende Saison oder auch nicht beziehen. Aus welchem Land kam noch kein Finalist der Conference League? England, Italien, Niederlande oder Spanien? Conference League. Ja. Das ist das, womit wir uns jetzt auch auseinandersetzen müssen. Ja, ist geil, alles gut. Ich musste nur drüber nachdenken. Es war aber jetzt sehr schnell jetzt. Aber mal gucken. Halt, dann hat Mainz nicht gezählt. Kann es sein, dass du nur eine Stimme bekommen hast? Ja, glaube. Ist richtig. Komm, hau nochmal eine rein. Aha. Ist mal fair an der Stelle. War aber echt schnell irgendwie. Aber gut, egal. Okay. Dann haben wir hier eine richtige und eine falsche Antwort. Die richtige Antwort ist Spanien. Echt? Ja. Aus Spanien. Sekunde, gib mir einen Moment. Ich habe es nämlich hier noch offen. Und zwar das Finale in der Conference League. Dieses Jahr war Florenz gegen West Ham. Ja. Und im Jahr davor haben Rom gegen Feyenoord gespielt. So. Ah,
okay. Gut, dann die letzte Frage. Die Eintracht spielte lediglich ein Pflichtspiel gegen Aufsteiger Heidenheim. Am 20.12.2017 gewann Frankfurt im Achtelfinale des DFB-Pokal. Wer erzielte den 2:1 Siegtreffer in der 109. Minute? Alter. Gacinovic, Aller, Jovic oder Rebic? Zeig mal die Auswahlmöglichkeiten. Jo. Danke. Also. Vielleicht zu optimistisch. Ah, da habt ihr beide falsch gelegen. Die richtige Antwort ist Sebastian Aller. Ach. Ah, krass, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich niemals gedacht. Nee. Sehr so, gut. Dann haben wir hier das Leaderboard. Und Marvin hat zum Schluss nochmal ordentlich Gas gegeben. 21 Punkte gegen René mit 15 Punkten von 36 möglichen. Ah ja, gut, okay. Wunderbar. Respekt. Herzlichen Glückwunsch. Respekt. Du hast deinen Titel hier an der Stelle verteidigt. Danke dir, danke dir. Marvin. Ja, danke euch. Siehst du mal. Ja, aber war ein enges Rennen. Also es gab viele Trials and Tribulations, viel hin und her. Aber geile Fragen. Ich muss sagen, ein paar Schätzfragen waren saufies. Aber liebe Leute, vielleicht habt ihr ja mitgemacht. Wir können euch auch sagen, es macht schon immer Sinn. Natürlich habt ihr jetzt dieses Board nicht, dieses Automatisierte. Aber es ist ja ganz interessant, sich dadurch so ein bisschen diese Saison noch mal zu erschließen. Insofern, René, auch Respekt an dich. Du hast einige geile Antworten, bei denen ich nicht drauf gekommen wäre. Also insofern Respekto. Und hey, ich habe 15 mal mehr Punkte als beim letzten Quiz. Da hattest du wie viel? Einen oder was? Ich glaube. Ja. Ich war ziemlich, ziemlich schlecht. Ja. Ah ja, gut, dann nehme ich mir das fürs nächste Jahr auf jeden Fall schon mal mit, dass wir das wieder in dem Format machen. Vielleicht dann mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mitgemacht habt, dann sagt doch mal, wie viele Fragen hattet ihr denn am Ende des Tages richtig? Auf jeden Fall. Gut. Das wär so ein spannendes Ding. Ich habe zufälligerweise gerade noch die Dings gefunden, die Strichliste aus dem letzten Jahr. René, ein Punkt, ja. Marvin sind 17, Patricia 3 und Dennis 4. Ja. Gut, so. Und ich weiß noch, ich habe schwer gegen Patricia und Dennis geschossen und war nachher auf dem letzten Platz. Daran kann ich mich noch erinnern, ich war richtig schlecht. Aber hey Dominik, danke, dass du das wieder so vorbereitet hast. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Es hat auch großen Spaß gemacht. War geil, auf jeden Fall. Vielen Dank. Mega gut vorbereitet. Freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Wir freuen uns spätestens aufs nächste Jahr wieder. Aber es ist ja interessant zu sehen. Ich meine, keine Ahnung, ob wir jetzt noch ein bisschen über die Saisonfinale sprechen wollen. Das überlasse ich dem Zeremonienmeister. Also an dieser Stelle dann eher René. Aber ich glaube, wir haben uns dadurch einigermaßen die ganze Sache gut erschlossen. Ja. Ja. Ja, lass auch ruhig nochmal so ein bisschen drüber reden. Ich meine, wir haben jetzt natürlich nochmal hier jetzt ganz ordentlich aufgewühlt in dieser Rückbetrachtung der Saison. Basti hat in den vergangenen Wochen oder in den vergangenen Folgen immer wieder wiederholt, wie schwer er sich doch tut mit dem Verarbeiten der Saison und dass er noch nicht mal richtig irgendwie den Euroleague-Sieg da verarbeitet hätte. Von daher jetzt die Frage an euch, wie weit seid ihr denn schon mit der Verarbeitung dieser jetzt vor kurzem erst geendeten Saison? Dominik, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Wie weit bist du da in diesem Prozess? Oh, um Gottes Willen. Also, was bei der Saison, glaube ich, so schwer für mich zu verarbeiten gewesen ist, um mal wirklich in dem Bereich jetzt hier zu bleiben, ist, dass am Anfang, also wir sind halt von dieser Euphoriewelle, die wir geritten sind, bis auch noch in den Winter hinein, so denkbar krass eingebrochen. Und dann kamen halt so viele Sachen irgendwie auf einmal, dass ich das alles also für mich immer wieder so doppelt schwer angefühlt hat. Und ich habe halt auch irgendwann echt gar keinen Spaß mehr daran gehabt, so die Bundesliga zu gucken. Aber es war halt einfach dieses Hoch. Das war schon extrem krass. Wir haben die Europa League gewonnen. Dann hatten wir die Champions League, bei der wir alle gesagt haben, also das sind jetzt schon alles irgendwie krassere Mannschaften. Obwohl es sich nicht nach Champions League Mannschaften angefühlt hat per se, vielleicht bis auf Tottenham oder so, oder Sporting, ja. Aber wir haben es dann ja tatsächlich sogar noch weiter geschafft. Und dann haben wir in der Champions League überwintert. Dann haben wir in der Bundesliga auf Platz 3 überwintert.
Und dann ging es irgendwie so dermaßen krass bergab, sowohl in der Bundesliga als auch, dass wir in der Champions League gar kein Licht gesehen haben in den beiden Spielen gegen Neapel. Vielleicht in beiden Partien zusammen 40 Minuten, die gut gelaufen sind. Dementsprechend bin ich da immer noch so ein bisschen am Verarbeiten, ja. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz auf die neue Saison. Man hat sich ja, glaube ich, auch schon daran gewöhnt, dass die Eintracht sich so in so einem anhaltenden Umbruch befindet. Also permanent zwischen den Saisons und auch manchmal im Winter, dass dann halt unheimlich viel passiert. Und man muss jetzt einfach das irgendwie so hinnehmen, dass die Eintracht halt eine Mannschaft ist, die sich ständig wandelt, aber das eigentlich, dass man da mit Vertrauen schon an die Sache rangehen kann, ne? Ja, das ist es. Also was du sagst, also ich denke, man kann auf jeden Fall mit Vertrauen in die Sache rangehen, aber wenn du mich fragst, René, wie es auch ist, wie habe ich das jetzt verarbeitet? Ich glaube, ich habe es jetzt ganz gut verarbeitet. Irgendwie bin ich bin fast ein bisschen sauer. Ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen sauer, dass ich so wenig emotional Tage nach dem Finale war, also im DFB-Pokal. Weil eigentlich finde ich DFB-Pokal total geil. Das ist einer meiner Lieblingswettbewerbe. Ich feiere das. Aber ich muss schon sagen, dass Leipzig mir so das Lebensblut so ein bisschen rausgezogen hat. Weil es so nervig ist, gegen diesen Scheißverein zu spielen. Ich hätte eigentlich so viel mehr Bock gehabt, gegen Gladbach zu spielen. Oder gegen, was weiß ich, gegen Freiburg. Wäre mega nice gewesen. Nette Fans, coole, also auch keine Ahnung, hätte mal so ein bisschen anstacheln können, so Rematch, Eintracht gegen Streich oder so, ja, wer haut ihn als nächstes in die Bandage oder irgend sowas, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Frotzeleien wäre cool gewesen, aber alles auf Augenhöhe, alles auf einem schönen Niveau, aber gegen Leverkusen wäre es auch nochmal besser gewesen, aber gegen Leipzig ist das halt alles, es ist ungeil und dann war ich dann irgendwie auch relativ weit in der Verarbeitung und das ist fast schade, weil wir waren im Finale, ist auch wieder ein gutes Ergebnis. Ja, aber ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es geht mir da ziemlich ähnlich. Ich meine, wir haben ja auch hier in den Folgen, die wir so zum Ende der Saison gemacht haben, immer gesagt haben, das ist so das Highlight, das ist so ein cooler Abschluss. Wir haben nochmal was, auf was wir hinarbeiten können. Und dann war so dieser Tag und es war irgendwie so nüchtern, so unemotional an dem Tag an sich, in den folgenden Tagen. Es ist halt eigentlich nicht das, was wir davon erwartet haben und das macht mich halt auch jetzt rückblickend betrachtet, ähnlich wie dich, halt durchaus ja traurig und wütend zugleich. Und ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, dass wir da so sind oder ob das halt einfach, also wie sehr es tatsächlich an diesem Gegner liegt oder wie sehr es halt jetzt einfach daran liegt, dass wir es irgendwie versucht haben, zu sehr zu pushen. Ich glaube eher, das liegt am Gegner. Also ich glaube, es ging sehr, sehr vielen so. Ich weiß nicht, Domi, wie ist denn deine Meinung? Warst du komplett, also ich meine, ich war im Spiel, ich war, das erste Mal, wo ich wirklich komplett drin war, war eigentlich an dem Lauf zum Stadion hin, also den Fernmärsch, da habe ich wieder gemerkt, okay, der Lachs läuft, jetzt bin ich wieder da und so, das war super. Aber danach war es auch schnell wieder abgeflaut. Wie war es denn bei dir? Ja, ich bin irgendwie nicht so richtig warm geworden mit der Partie. Ich habe mich dann auch selbst so ein bisschen versucht zu hinterfragen, woran das denn liegt, ob das jetzt halt irgendwie, ob der Grund dafür ist, dass das jetzt das, was haben wir gesagt, das vierte Finale in 5 Jahren ist. Also nicht DFB-Pokal, sondern auch mit dem Europa League zusammen, ne? Also, dass das jetzt ja quasi die Eintracht steht im Finale, dass das ja irgendwie auch schon so ein Dauerbrenner geworden ist. Und dass man da halt einfach ein bisschen abgestumpft ist. Aber ich habe dann einfach für mich gesagt, nee, eigentlich ist es das nicht, weil es ist am Ende immer noch ein Finale. Es ist immer noch Berlin. Es sind immer noch 50.000 Leute in Berlin. Ich würde schon sagen, es liegt irgendwie am Gegner. Ja. Und der Gegner, wie diese, keine Ahnung, wie die grauen Männer es aus Momo, die einfach so die Zeit und die Lebenslust rauben, ist für mich Leipzig. Und dass die jetzt auch irgendwie, die ja auch jetzt, das, ich glaube, dritte Mal in 4 Jahren im Finale gestanden haben. Gegen die Bayern haben sie verloren vor 4 Jahren und jetzt die letzten 2 Jahre gewonnen. Und das, ja, das macht mich schon irgendwie arg traurig. Und dann, also ich konnte mich nicht so richtig auf das Spiel einlassen, weil die sind halt auch einfach so humorlos. Also, weißt du, gegen die Bayern kannst du dir irgendwie auch nochmal so was ausrechnen. Oder wir haben es ja zumindest, wir haben ja gewonnen gegen die Bayern und das war irgendwie nochmal was anderes. Ich verstehe nicht. Ich verstehe den Verein noch nicht so zu 100%. Das ist ja kein Verein, aber naja. Und ich glaube, Marvin hat schon einen richtigen Punkt. Es geht
nicht nur uns so, sondern es geht vielen so. Ich erinnerte mich an eine Aussage, die ich letztens in einem anderen Fußball-Podcast gehört habe. Ich habe es nochmal rausgesucht. Frage an dich, Dominik. Weißt du, wie die Zuschauerquote bei diesem Pokal Endspiel war im Fernsehen? Ich glaube, eine ganze Ecke niedriger. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte es im Rasenfunk Royal auch gehört, aber ich weiß es nicht mehr genau. Sag mal. Es waren 6 Millionen. Also nur so im Vergleich, das DFB-Länderspiel gestern auf RTL haben sich über 7 Millionen angeguckt. Das war die schlechteste Zuschauerquote für ein DFB-Pokalfinale des Jahrtausends. Ja. Also das zeigt halt auch, das ist schon krass, wie wenig es halt die Leute reizt, wenn du halt das Finale hast, weil sonst guckt halt jeder, der irgendwie Interesse an der Bundesliga hat, würde halt sowas gucken. Gut, in den letzten Jahren hat man da generell irgendwie niedrigen Trend gesehen, aber dass das halt so niedrig ist. Mhm. Und das ist halt das Ding. Und das muss man schon sagen, das ist nicht geil. Also nee. Es ist nicht geil. Es ist ein Problem einfach, dass die Fanstämme, die es bei Leipzig gibt, halt einfach nicht groß sind, dass da auch wenig, da ist auch, ja, ich glaube auch neutral sind da nicht so viele Leute, die sagen, geil, jetzt gucke ich mir Leipzig an. Also das ist dann, wir wissen natürlich viel um die Mauscheleien und so, dass man immer sagt, ja, Leipzig hat so viele Fans. Also keine Ahnung, im Stadion waren nicht sonderlich viele und in der Stadt auch nicht so sonderlich viele. Also da ist nicht so viel drin und ich glaube, das ist halt einfach nicht so unfassbar attraktiv. Und wir wissen, dass Eintracht-Spiele in der Regel ja durchaus krass attraktiv sein könnten. Ich glaube, oder können, ich denke, wenn wir auf die Quoten gucken, ohne dass ich das jetzt automatisch weiß, aber gegen Dortmund oder gegen Bayern war es wesentlich besser. Also insofern, es ist dramatisch irgendwie so ein bisschen, aber es kommt zu unserer Allgemeinstimmung natürlich dazu. Was soll man machen, ne? Ja. Ja, ist halt schon, ja. Es ist leider traurig. Aber wie bewertet ihr denn jetzt abschließend das Ergebnis? Ich meine, wir haben den Pokal nicht gewonnen, aber wir waren im Finale immerhin, wir haben in der Saison das Ziel international noch erreicht, auch wenn nur Platz 7 und somit nur Conference League, aber immerhin international. Wir haben es in der Champions League geschafft, die Gruppenphase zu überstehen und noch eine Runde mitzunehmen. Marvin, wenn du das jetzt so alles rückwirkend betrachtest auf so einer Zufriedenheitsskala, wie zufrieden bist du damit mit dem Ergebnis am Ende? Zufrieden. Also ich würde sagen, das, ja, vielleicht, also 7,5 von 10, muss ich schon sagen. Ja, hättest also, du auch gesagt, sowas in dem ja, Fall, genau. Ja, weil es natürlich schon geil ist. Guck mal, wir haben Champions League gespielt, wir sind da eine Runde weitergekommen, ne? Wir haben unfassbare Szenen gesehen gegen Lissabon, worüber wir eben gesprochen haben, der Kolumbani. Aber Kolumbani hat uns mehrere wunderbare Momente gegeben. Auch die Tatsache, dass der als Nationalspieler Frankreichs mittlerweile sich so in unsere Herzen gespielt hat, aber auch so ein Topspieler geworden ist, dass wir den überhaupt hier haben. Da ist so viel Schönes dabei. Wir haben es wieder ins Finale des DFB-Pokals geschafft. Wir hatten wirklich tolle Spiele in der Hinserie, wo wir gedacht haben, was ist denn hier los? Zwischenzeitlich auch richtig gut durchgekämpft. Ich denke, es war eine super Saison. Das Ding ist, was mich halt nur krass beeindruckt, ist die Tatsache, dass alles immer am seidenen Faden hängt. Denn paar Tore mehr und wir wären da Europa League. Das ist ja das Absurde, dass du nicht, im Endeffekt ist jede Mini-Bewegung, die du machst, in der Bundesliga, auf dem Platz, irgendwas, was 90 plus 3 Minuten passiert, komplett entscheidend für das Ende. Das ist so krass. Überleg dir, Leverkusen hat genau die gleiche Punktzahl wie wir. Wolfsburg hat einen Punkt weniger. Wir haben zwei Tore weniger als Leverkusen, sonst wären wir in einem anderen Wettbewerb. Es ist alles auf fucking Messerschneide. Mhm. Und das zeigt, wie eng die Bundesliga einfach ist und wie jede Minute zählt. Und das ist schon irgendwo dann auch beeindruckend. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich das bewerten soll, aber das finde ich tatsächlich am Ende beeindruckend. Ich bin super zufrieden, dass wir auf Platz 7 gelandet sind, dass wir wirklich noch europäisch am Start sind, die Conference League mal mitnehmen. Ist doch auch geil. Es geht mal wieder nach Europa. Die Fans haben Bock, ich habe auch Bock und das ist alles. Wenn wir auf Platz 9, da wären es keine 7,5 von 10 Punkten, das kannst du sagen. Mhm. Sehe ich auch so. Und ich glaube, am Ende ist
auch fast der europäische Wettbewerb egal. Also ich will nicht sagen, dass es für den Verein oder vor allem für die Einnahmen egal ist, aber für die Fans macht es jetzt keinen so gehobenen Unterschied. Also Champions League-Hymne haben wir jetzt so quasi einen Haken dran gemacht und sind auch noch weitergekommen, alles klar. Europapokal liegt uns irgendwie am meisten und fühlt sich auch am ehesten wie unser Wettbewerb an, aber ja. Mit der Eintracht in die Conference League zu gehen, das wird ja eine riesige Party, ganz egal, gegen wen wir da spielen, oder? Ja, das, also das definitiv, und ich glaube, wenn du eine gewisse Spielrunde in der Conference League erreicht hast, dann bist du auch in einem Bereich, wo es sich dann finanziell wieder ein bisschen lohnt. Aber ich glaube auch einfach jetzt, auch weil du es vorhin angesprochen hattest, dass wir uns wieder in so einer Saison befinden, wo wieder ein gewisser Umbruch drin ist. Wir haben einen neuen Trainer, es kommen wieder Spieler, es gehen Leistungsträger, die müssen irgendwie ersetzt werden. Ich bin da vielleicht auch gar nicht so böse drum, wenn es weiterhin Europa ist, aber halt ein Wettbewerb, wo wir eben auch mit dieser Situation irgendwie zurechtkommen können. Und damit will ich nicht sagen, dass die Gegner da super leicht sind. Da werden auch ein paar taffe Gegner definitiv dabei sein. Aber das alles betrachtet, bin ich da doch durchaus zufrieden. Aber ich sehe auch absolut den Punkt von Marvin. Es war wieder saueng. Wir waren zwischenzeitlich sehr, sehr gut unterwegs. Und es liegt ja einzig und allein daran, dass man irgendwann es nicht mehr geschafft hat, die Tore zu schießen, weil die Abwehr war ja das ganze Jahr über ein Problem, da hatten wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass wir im Schnitt über die Saison Hinrunde wie Rückrunde unsere anderthalb Tore irgendwie gefangen haben, also wir waren einfach in der Abwehr das ganze Jahr über nicht stabil. Aber wir haben es halt irgendwann nicht mehr geschafft, die Tore zu schießen. Wenn du halt vergleichst, Hinrunde hatten wir noch so mehr als 2,5 Tore und in der Rückrunde oder nach der Winterpause waren es dann nur noch 1,5. Also man hat uns einfach irgendwie die Möglichkeit gegeben, Tore zu schießen. Und das führt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Wiederholt die Eintracht zu oft Fehler, die sie schon gemacht hat? Also wieder so dieses Thema mit, wir haben eine erste Elf, wir haben so 13, 14 Top-Spieler, auf die du dich verlassen kannst, aber der, wie hattet ihr es bei Fußball 2000 genannt, der zweite Anzug, der ist wieder irgendwie, weiß ich nicht, eine Nummer zu klein oder wir haben ihn irgendwie zu heiß in die Reinigung gegeben, wir lassen wieder zu, dass Unruhe von außen irgendeine Auswirkung hat, Stichwort Hellmann Holzer und auch die Thematik mit Krösche und Glasner, also wir wiederholen wieder so die Sachen, wo man eigentlich mit ein bisschen Verstand sagen würde, es gibt keinen Grund dafür, aber wir machen es trotzdem wieder. Ist das so der Hauptgrund, weswegen wir so diese Unruhe da reinbekommen haben, Marvin, oder siehst du da noch einen anderen Grund? Das ist eine gute Frage. Ich muss auch sagen, ich sehe also so die Unruhe. Die Leistungen sind unterschiedliche Sachverhalte so, ne? Also die Leistung hängt natürlich auch damit zusammen, dass es eine lange Saison war, so, ne? Das ist stimmt auch, ja. Der Punkt, ne? Also ich meine, ne, muss man auch sagen, für viele Leute war das zum ersten Mal Champions League. Ich finde, das kannst du nicht, das ist halt so. Das existiert und dann müssen sich Leute auch irgendwas mal dran gewöhnen an die Liga und auch die neue Herausforderung, dann hast du ein Leistungstief von einigen Spielern, aber wenn du jetzt die Unruhe gezielt ansprichst, da finde ich schon, dass wir neue Fehler gemacht haben oder dass neue okay. Fehler gemacht wurden. Neue Fehler eher so im Verbund Spieler, Trainer und so weiter und so fort, weil das immer unique zu betrachten ist. Dass du dann natürlich noch diese Holzer-Sache hattest, das kam mal wieder dazu, das hatten wir aber jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr, oder? Ja, in dem Ausmaß und auf der Ebene tatsächlich nicht, aber wir haben trotzdem immer wieder so einen Faktor, dass immer wieder irgendwie so ein bisschen Unruhe reinkommt, ne? Ja, aber der Unterschied ist ja, zwischen ein bisschen Unruhe hatten wir immer einen klaren Faktor, das war immer, dass Hellmann am Start war, ne? Dass ja. Hellmann klar war und sogar zwei und Fischer war auch undisputed. So, dann hattest du die beiden Sachen, die ganz klar waren und natürlich hat sich dann mit Bobic was verändert und dann, natürlich, das hat sich verändert, aber zwischenzeitlich war es ja bei uns, dass der ganze Kopf sich verändern könnte. Ne? Mit einem Hellmann, der vielleicht zur DFL geht, einem Fischer, der mehr oder weniger vom Abgang stand und jetzt ja auch wirklich dann bald den Verein verlässt. Also das ist ja ein radikalerer Wechsel und das haben wir in dieser Zeit ja sonst nie gehabt. Dementsprechend war schon eine größere Umstrukturierung und natürlich unnötige Baustellen.
Dann noch beim Trainer, dass man Ungereimtheiten festgestellt hat, dass irgendwie sehr viele Fliehkräfte da waren, wo ich jetzt aber zumindest wieder zufrieden bin, dass ich das Gefühl habe, man kriegt es wieder einigermaßen zusammen, dass man jetzt wieder in ruhigeren Gewässern schwimmt. Natürlich aber ruhiger auch, aber trotzdem natürlich genau beobachtend, denn hier muss man schon sagen, dass sich Krösche durchgesetzt hat und der muss sich jetzt natürlich in dieser zweiten, in dieser Saison jetzt halt auch nochmal, nicht in der zweiten, aber in dieser Saison jetzt auch nochmal neu behaupten. Ne? Ja klar, das ist natürlich dann die Konsequenz, die dann mitkommt. Er ist jetzt der Mann von den beiden, der jetzt da ist und das daran wird er sich jetzt irgendwie messen lassen müssen, gerade auch, weil wir ja rückblickend auch sehen, dass der Kader an gerade mit Blick auf die Abwehr jetzt nicht so optimal zusammengestellt war und man da offensichtliche Probleme hatte, die man irgendwie nicht geschafft hat zu lösen. Und klar verstehe ich, wenn man dann sagt, okay, man will jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen und unnötigerweise da Kohle raushauen, alles klar. Aber wenn du halt mit der Strategie fährst, dann musst du halt auch meiner Meinung nach dann halt auch so ein Stück weit gucken, welche Ziele steckst du dir? Und das war halt für mich so eine große Dissonanz, die irgendwie nicht gepasst hat zwischen die Qualität, die offensichtlich der Kader bietet und die ja vermutlich da auch zur Sprache kam und dann trotzdem irgendwie die Marschrichtung Platz 4 irgendwie rauszugeben. Ja, klar, ich meine, das ist ein Fehler gewesen. Ich glaube, da sind wir, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber ich glaube, das haben wir alles schon besprochen. Ja. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Da ist ja ganz klar, dass halt natürlich auch die Marschrichtung, die er vorgegeben hat, das hat dann halt auch nicht, das hat dann auch nicht dazu gepasst, wie seine Transferbemühungen im Winter dann aussahen. Ja. Oder was heißt Bemühungen, die will ich ihm nicht absprechen, aber dann der Erfolg, ne? Weil der hat in mehrerlei Hinsicht, aber insbesondere in der Innenverteidigung dann halt nicht gepasst. Aber gut, es ist alles, wie es ist. Wir können es eh nicht ändern, aber wichtig ist, dass jetzt in seiner dritten Saison Markus Krösche mit seinem Trainer, den er ausgesucht hat, da können solche Situationen nicht mehr in diesem Maße passieren, weil die Ausreden dann halt einfach weg sind. Ne? Ja, und wichtiger Punkt, wie du auch sagst, er hat diesen Trainer jetzt mit ausgesucht, wobei ich auch ziemlich sicher bin, dass er bei Glasner auch beteiligt war, aber da wird schon das ein oder andere vorher auch geklärt worden sein. Da wird er sich jetzt auf jeden Fall dran messen lassen müssen. Ich glaube sowieso, dass es halt total wichtig ist, einfach mal einen Gang runterzufahren. Ne? Ja. Also ich merke jetzt schon, dass es ja krasse Grüppchenbildungen gibt zwischen den absoluten pro Glasner und den absoluten, also die auf der einen Seite und dann pro Krösches und dann absoluten Antipositionen. Ich glaube, dass wie immer in der Welt beides zwei Schattenseiten, aber auch zwei helle Seiten hat. Und ich glaube, beide haben in dieser Saison ihre beiden Seiten gezeigt. Und ich denke, weißt du, das ist natürlich, ich meine ganz ehrlich, so ein Gefühl, was uns ein Glasner gegeben hat, dass er dann den Diver gemacht hat, dass er irgendwie für die Fans nahbar ansprechbar war, ist natürlich eine positive Seite. Aber es gibt hundertprozentig auch die professionell sportliche andere Seite, wo du sagst, da kam er mit vielen Spielern vielleicht doch gar nicht so klar. Ne? Das ist ja das, was man relativ deutlich rausgehört hat, auch dann Vertragsverlängerungen, nachdem klar war, dass Glasner nicht bleibt. Also es sind halt mehrere Seiten. Und ich glaube, es ist auch sauschwierig in einem Ego-Game wie der Bundesliga oder wie dem Profifußball generell alle Seiten zu befrieden. Trotzdem würde ich übrigens auch sagen, dass es eine absolut unfassbar erfolgreiche Zeit war, die Glasner, der ein geiler Trainer ist, ein geiler Typ ist, auch bei uns hinterlassen hat. Einmal Pokal gewonnen, einmal Pokalfinale gewesen, jetzt in dieser Saison sogar noch für die Conference League qualifiziert, obwohl die Maximalsleistung erforderlich war in der Champions League. Also insofern kann man am Ende dann halt überhaupt nichts sagen. Ich hoffe, dass der einen anderen sehr, sehr guten Verein finden wird. Der will ja sich aktuell nochmal ein bisschen in anderen Sportarten weiterbilden, ist auch immer smart. Ja, und dann geht's weiter für den. Ja. Ich hoffe, dass alles Gute, was er sich hofft, auch passiert. Ich verfolge mit ganz großer Spannung das, was er bei anderen Vereinen hat, und hoffe, dass es erfolgreich ist. Nur nicht gegen die Eintracht. Ja, das definitiv nicht. Jetzt war das auch eine sehr umfangreiche Saison. Sie hat früh angefangen, dadurch, dass wir natürlich ja auch eine Zeit lang gebraucht haben, um diesen Euroleague-Sieg zu verarbeiten. Dann kam ja auch relativ früh, ich glaube, es war irgendwie so zweite Juni-Hälfte,
die Verkündung, dass wir es geschafft haben, einen namenhaften Spieler mit Mario Götze zu verpflichten. Dann kam Saisoneröffnung, die einfach auch sehr früh war. Dann gab es diesen Supercup, dann gab es unwahrscheinlich viele Spiele. Erstes Champions League Heimspiel, erstes Champions League Auswärtsspiel. Diese unsägliche WM im Winter, das Überstehen der Gruppenphase in der Champions League. Also da gab es so viele Dinge, die in dieser Saison passiert sind. Dominik, wenn du dir einen einzigen Moment aus dieser Saison rauspicken müsstest, welcher wäre das? Einen einzigen Moment? Einen einzigen. Oh, ich würde fast sogar sagen, ich habe jetzt als allererstes, als du gefragt hast, habe ich an das geile Tor von Buta mir gegen Mainz gedacht. Ich würde mich jetzt so darauf festlegen, ich würde das letzte Spiel nehmen, das gegen Freiburg, als man nach Rückstand am Ende gesagt hat, also wir kneifen jetzt nochmal kurz die Arschbacken zusammen und wir haben hier die Möglichkeit, immer noch auf Platz 7 zu gelangen und dann haben wir wenigstens immer noch den Hauch von Europa vor der Nase und geben so der Saison, die leider ein großes Loch, eine dicke Delle hatte, geben wir jetzt irgendwie nochmal ein bisschen von unserem Spirit und versuchen so weit wie möglich zu kommen. Und das war für mich dann am 34. Spieltag der Fall. Okay. Marvin, welchen Moment würdest du auswählen? Ich finde es übrigens ein sehr geiler Moment, wäre gerne dort gewesen, das habe ich ja, weil ich in London unterwegs war, nicht geschafft. Also ich finde es ein richtig schöner Moment, auch was Positives, weil es egal von dem Ausgang, was dann in Berlin passieren hätte können oder was dann de facto passiert, das ist ein super Abschluss eigentlich für diese Saison, war auch ein positiver, wo du auch sagst, ne, Domi, wo am Ende wirklich alle noch die Arschbacken zusammengezogen haben, das ist eigentlich ein schönes Ding. Ich glaube, ich schwanke auch. Aber ich glaube, ich bleibe schon. Ich muss, glaube ich, die Verkündung von Mario Götzes Transfer nehmen. Also das ist ein Moment gewesen, bei dem ich echt gedacht habe, krass, welche Sphären erklimmt die Eintracht jetzt? Das fand ich so krass. Also das war schon ein Moment, als es wirklich fix war und du wirklich wusstest, okay, Mario Götze kommt zur Eintracht. Da bin ich von diesem Menschen, der jetzt irgendwie extrem lange schon Fußball konsumiert und verfolgt, echt wieder zu einem kleinen Fanboy geworden, wo ich gedacht habe, okay, das trägt Rechnung und zeigt, wie krass die Eintracht sich in den letzten Jahren verändert hat. Also insofern, das war schon ein Moment. Aber es gibt sehr, sehr viele Momente. René, wie war es bei dir? Ja, ich schwanke zwischen zweien. Ich würde aber trotzdem nicht den offensichtlicheren von den beiden nehmen. Und zwar bei mir ist es der 10. Spieltag. Wisst ihr, gegen wen wir am 10. Spieltag diese Saison gespielt haben? Dominik, du weißt es 100%. Nee, nicht aus dem Kopf. Ich mach's gerade mal auf. Ja, natürlich. Es war 5-1 gegen Leverkusen. Genau. Das erste Mal zu sehen, was diese Mannschaft wirklich so, wenn die so komplett im Flow sind mit all diesen Spielern, dahin kriegt, diese 5 Tore, die sie dahin gezaubert haben, einfach komplett Leverkusen desillusioniert. Das war das Wort, was ich sagen wollte. Das war so großartig. Das war so ein überragender Fußballmoment. Das war einfach wunderbar, einfach wirklich zu sehen, was möglich ist, auf welchem Level diese Eintracht nach all diesen Jahren der Entwicklung mit den Pokalsiegen, mit den Spielern, die da sind, inklusive einem Weltmeister Mario Götze, diesem Wunderstürmer Muani da vorne drin, einfach zu sehen, was die fußballerisch leisten können, das war so großartig. War eine krasse Runde, muss man auch sagen. Also gerade diese Hinserie, von der du sprichst, ne, Leverkusen, klar, die da irgendwie noch gar nicht gut drauf waren. Aber ehrlich gesagt, auch das Spiel gegen Dortmund, ey, das war auch, das hast du zwar verloren, aber welche Mut. Das war kein schlechtes Spiel. Da war, nein, es war ein mega Spiel, ehrlich gesagt. Da waren wir so, so fast getriggert, aber es hätte auch geil funktionieren können, so, ne, wo ich echt gedacht habe, so, Adeyemi war ja so dieser eine Faktor. Aber danach auch, ne, gewonnen gegen Augsburg, Hoffenheim, für mich einer der faszinierendsten Spiele. Was mich halt einfach ärgert, und da bleibe ich dabei, es hat schon die Saison ein bisschen kaputt gemacht, war tatsächlich diese Winter-WM. Ja. Das ist scheiße, das will ich ja nicht nochmal. Ehrlich gefragt an der Stelle, wie viel habt ihr von der WM geguckt? Nichts.
Ich habe zwei Spiele, glaube ich, geguckt. Ich glaube, ich habe das Finale geguckt und ein Spiel habe ich noch nebenbei, als ich vielleicht auch zwei, drei, als ich gearbeitet habe und nebenbei lief es. Ne? Ja. Also es kommt darauf an, was du jetzt mitzählst. Ich habe 30 Sekunden von dieser WM gesehen und das war die Zusammenfassung oder die Situation aus dem Finalspiel, wo Muani das Tor nicht macht. Mhm. Das habe ich auf irgendeinem, ich weiß nicht, ob es TikTok oder Insta oder irgendwas war, das habe ich gesehen, das war das Einzige, was ich von dieser WM in irgendeiner Art und Weise konsumiert habe, weil ich einfach so partout dagegen war. Und wenn du auch siehst, wie sehr andere Mannschaften auch in anderen Ligen nach dieser WM irgendwie am Struggeln sind, das zeigt einfach, das war die schlechteste Idee, die man hätte haben können. Ja, das denke ich auch. War bei mir übrigens auch ähnlicher Konsum. Ich habe, ich war auf Twitter unterwegs, während das Finale lief. Ich hatte vorher auch noch nichts davon geguckt und habe nur dann die Tweets unter dem Hashtag SGE gesehen, dass Kolo Muani jetzt eingewechselt wurde. Dann habe ich das Spiel angemacht und habe original nach seinem Elfer, er hat ja, glaube ich, den zweiten dann geschossen im Elfmeterschießen, habe ich direkt wieder ausgemacht und gesagt, jetzt gibt's keine Airtime mehr für meinen Jungen, jetzt brauche ich auch nicht mehr das Spiel gucken, weil eigentlich hat es mich nicht interessiert, ich wollte nur ihn sehen. So, ne? Ja. Ja. Ja, ist verständlich. Aber ja, trotzdem, ist schade, weil ich liebe Weltmeisterschaften. Ich liebe Weltmeisterschaften, ja. Ich liebe Europameisterschaften. Bin absoluter Fan von solchen Wettbewerben. Natürlich auch nochmal geprägt durch die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft 2006. Ich freue mich, hätte mich eigentlich auch normalerweise gefreut 2024. Das werde ich auch. Ich glaube, wenn wir dann alle vor Ort sind, ein bisschen was schon gehört, was geplant ist, auch hier in Frankfurt und so. Das wird auch wieder geil. Das wird auch wieder schön. Ja. Also da ist schon was drin, so einfach. Aber es ist halt so, dass für mich halt der DFB viel kaputt macht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber in dem Kontext, in dem es im Winter war, ist halt total für den Arsch, weil es uns die Saison kaputt macht. Ja, fand ich auch. Diese unnötige Unterbrechung. Normalerweise habe ich mich immer so ein bisschen über die Spiele gefreut, die kurz vor Weihnachten stattfinden. Ich meine, wir sind ja nicht so krass wie die Premier League, die dann irgendwie ihre, wie heißt es, Boxing Day-Spiele haben. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Partie erinnert. Ich glaube, das war Köln gegen Freiburg, wo es so krass geschneit hat, dass der Schiri, das war vor 5 Jahren oder sowas, dass der Schiri bei einem Elfmeter den Weg zum Punkt nochmal ablaufen musste. Ja, dass er mit dem roten Ball gespielt hat. Und sowas ist halt nicht möglich, wenn du im November quasi die Saison unterbrichst. Ne? Also das finde ich schon richtig schade. Ich wurde um meinen Winterfußball beraubt. Auch das hier so, ne? Ja. Ja. Ja, ist halt guter Punkt, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich habe es echt geliebt, weil ich bin dann extra zum Fußball dann wieder nach Großbritannien gefahren. So, ne? Weil die ja echt wieder früher gespielt haben als wir. Bei uns hat es ja echt eine Weile gedauert. So, ne? Ja. Ja, es ist halt so, in der Art und Weise, wie ich auch mit Fußball groß geworden bin, es ist halt echt schade, weil du hattest halt einfach dieses Turnier, da konntest du dich noch irgendwie drauf freuen, so WM, EM, dann hattest du Bundesliga, die hörte dann irgendwann auf, so mit den Schneespielen, dann war immer so der Klassiker Hallenturnier, was man dann noch irgendwie konsumieren konnte, dann ging Vorbereitung auf Rückrunde los und so. Irgendwie, das war diese Saison halt so komplett weird. Ja, fand ich auch. Ich habe mich dann auch fürs Eintracht-Quiz hier dagegen entschieden, eine Frage dafür reinzunehmen. Also es sind ein paar, im Laufe der Saison sind auch ein paar Fragen mit rausgeflogen. Du hast jetzt gerade das Leverkusen-Spiel angesprochen gehabt. Da war auch eine Frage drin, in welcher Partie wurde ein Elfmeter wiederholt und Lindström traf per Lupfer. Das war diese Partie. Ja, das ist übrigens überragendes Tor gewesen. Der Lupfer, Ja, und die Frage zur WM, die ich eigentlich drin hatte, ist, wann ist das letzte Mal gewesen, ist, dass zwei Spieler von der Eintracht bei der WM im Kader für Deutschland gestanden haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, aber das war glaube ich 1990. Okay, ich hätte so weit gesagt. Ja. Das ist krass. Ich habe die Frage wieder rausgeschmissen, bitte jetzt nicht steinigen, falls es falsch ist. Aber das war auch nur, es waren auch nur zwei Spieler, weil mitten in der WM Möller von Dortmund zur Eintracht gewechselt ist. Ah, okay. Ah. Ja. Das wäre so eine spitzfindige Frage geworden, aber ja. Ich hätte halt gedacht, so 95, 94. Also du meinst jetzt bei Weltmeisterschaften, meinst du, oder? Ja, genau.
Ach so, weil da zwischenzeitlich war halt Weber mal nominiert und Köpke auch. Und ich glaube, die waren zur gleichen Zeit dann bei der Eintracht. Also so war es, ne? Also es war so 94, 95, ja. Das hätte noch sein können. Aber ne, du hast schon recht, also klar, oh, ja, das ist krass, das ist absurd, das muss man sich mal vorstellen. Und eigentlich, ganz ehrlich, wär Flick ein guter Trainer, dann hätte halt auch ein Mario Götze gespielt. Ich sag nicht, dass ein Trapp gespielt hätte, auch wenn ich ihn liebe, aber da hätte normalerweise Ter Stegen einfach all the way einfach mal sein Vertrauen, aber müssen wir nicht über die Nationalmannschaft sprechen. Wir haben bitte nicht. Wüsste ich auch nicht, was ich da sagen soll. Macht für mich aber auch ehrlich gesagt einen großen Unterschied, dass irgendwie in der Nationalmannschaft keine Identifikationsfigur von der Eintracht dann auf dem Platz steht. Also keiner von unseren Jungs so, ne? Also das finde ich dann schon immer echt schade und ich freue mich jedes Mal, wenn wir irgendwie einen deutschen Spieler im Kader haben, der vielleicht irgendwie nominiert wird oder wie auch immer. Ja. Vielleicht nochmal Götze, vielleicht wie, also wahrscheinlich wieder Trapp. Und je mehr Einsatzzeiten die Jungs bekommen, auch in der Nationalmannschaft, desto mehr freue ich mich dann auch. Aber naja. Ja, ich glaube, für die Spieler ist es schon einfach nach wie vor noch eine Auszeichnung. Aber ne, das Interesse sinkt halt nach wie vor und ich kann es absolut verstehen. Ja, jetzt ist die Saison rum. Jetzt begeben wir uns in eine, ich nenne es mal Ruhephase, wobei mal gucken, wie ruhig sie tatsächlich wird, bevor dann die neue Saison anfängt. Wir haben jetzt endlich das Trainerteam, die ersten Verpflichtungen sind am Start. Jetzt mal so noch kleinen Ausblick, bevor wir hier diese illustre Runde beenden. Auf was freut ihr euch denn in der neuen Saison schon jetzt am meisten, Marvin? Conference League, ganz klar. Ich habe richtig Bock, ich habe die ganz große Hoffnung, dass wir geile Gegner bekommen. Ich habe mir natürlich schon die ersten Runden angeguckt, weil bald, es ist tatsächlich in vier Wochen. Mitte August, ja. Geht eigentlich schon. Ich meine, in vier Wochen geht schon die erste Qualifikationsrunde los und wir haben dann natürlich noch ein bisschen Zeit. Yeah, okay. 13.7. ist, glaube ich, der erste Spieltag für die Conference League. Yeah. Dann mit so absurden Teilnehmern. Also FC Vaduz ist wieder dabei. Sehr schön. Aber übrigens, vielleicht gibt's ja ein Wiedersehen des neuen Trainers mit seinem ehemaligen Verein Düdeling. Ne? Die spielen gegen St. Patrick's. Also es gibt so viele geile Vereine. Nach Minsk muss ich übrigens nicht. Das müsste nicht stattfinden, aber alles andere gibt's echt einige richtig gute. Es gibt die Färöerinseln, von Färöerinseln gibt's Leute, da gibt's eine Mannschaft. Also das ist schon alles nice und da freue ich mich einfach drauf. Also das ist genau das, wo mein Herz gerade hingeht. Ja. Ja, ich freue mich auf Darmstadt. Ganz ehrlich, das irgendwie, ich glaube, das werden zwei richtig coole Spiele. Und ich freue mich mehr auf Frank Schmidt als auf Heidenheim. Ich glaube, die Spiele gegen Heidenheim werden nicht geil. Das ist so, irgendwie, ich habe das Gefühl, sie sind einfach relativ strikt der Konterfußball. Aber Frank Schmidt ist halt irgendwie ein ganz cooler Typ und wird bestimmt auch witzig, wenn wir dann gegen den und seine Mannschaft spielen. Aber ist jetzt wirklich nicht meine erste Lösung für die Bundesliga gewesen. Da hätte ich St. Pauli oder den HSV ehrlich gesagt lieber oben gehabt. Aber ja. Aber ist doch schön. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ehrlich gesagt. Darmstadt wird eine spannende Partie. Aber ich muss sagen, ich freue mich ehrlich gesagt für und auf Lieberknecht. Ich halte den immer noch einen herausragenden Trainer. Ich bin froh, dass er es wieder zurück in die Bundesliga geschafft hat. Absolut zu Recht übrigens auch. Die Darmstädter, kann man ja sagen, was man will, haben es absolut zu Recht wieder in die erste Liga geschafft. Man schafft es wahrscheinlich auch wieder in die zweite Liga. Grüße geht auch raus an dieser Stelle. Das eine Jahr könnt ihr aber mal genießen und da freue ich mich drauf. Wird schön und hoffentlich mit zwei Siegen der Eintracht enden. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie so die Hoffnung, dass es Dortmund in der kommenden Saison besser vom Fleck packt als jetzt in der vergangenen. Auf gar keinen Fall. Habe ich komplett meine Illusion aufgegeben. Also ich hatte große Hoffnung in dieser Saison. Sie haben es nicht gepackt, das Thema ist einfach durch. Die werden es nie Käse wieder schaffen. Komplett gegessen. Wir müssen nur Angst haben, dass es nicht nächstes Jahr irgendwie Leipzig wird. Ja, das ist die größte. Das ist es tatsächlich. Also, wobei aber bei Leipzig machst du die große Hoffnung daran fest, dass sie Christopher Nkunku nicht ersetzt bekommen. Ja, werden sie auch nicht. Aber du hast vollkommen recht. Aber ganz ehrlich, wenn
die Bayern nicht komplett idiotisch sind. Dann haben die daraus gelernt. Normalerweise, und Tuchel ist ein geiler Trainer, der wird die zusammenfalten, der wird jetzt eine gute Mannschaft zusammenstellen, trotz dieser irrlichternden Absurditätsgestalten wie Rummenigge, die da jetzt wieder mitmischen wollen. Ja, aber der wird trotz dessen, trotz dieser Leute, wird er einen Kader zusammenstellen, dass er sich gewaschen hat. Da wird eigentlich, normalerweise werden die Bayern ganz humorlos nächste Saison einfach 15 Punkte vorher Meister werden. Aber wenn, auf Platz 2 müssen wir halt aufpassen. Und da muss es halt irgendjemand sein, der spannend ist. Und naja, könnte ja auch die Eintracht sein, ne? Ja. Warum nicht, ne? Ja, also ich freue mich tatsächlich auch mit, stand jetzt mit am meisten auf die Conference League. Wie du schon gesagt hast, Marvin, da sind einfach auch in der Vorrunde jetzt schon so ein paar geile Mannschaften dabei, jetzt einfach dann da wieder Fußball zu sehen, sich auch in diesen Wettbewerb mal so ein bisschen reinzuarbeiten. Ich habe mich bislang mit diesem Wettbewerb nur sehr rudimentär beschäftigt, jetzt einfach sich damit mal mehr zu beschäftigen, da wieder reinzukommen. Da habe ich schon jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Bock drauf. Auch wenn ich sagen muss, ich bin jetzt auch froh, wenn jetzt einfach mal 4 Wochen nichts ist. Auch wenn... Einfach nochmal den Akku wieder voll machen, weil es war halt einfach schon, ne, wir hatten es ja gerade eben 49 Spiele diese Saison wettbewerbsübergreifend, da war einfach schon viel drin und jetzt mal einfach 4 Wochen nichts haben und sich dann so langsam reinarbeiten, das wird schon wieder gut. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass das Konglomerat der anderen Bundesligisten irgendwie Leipzig versucht unten zu halten und dann können wir mal gucken. Ich habe leider die Befürchtung, dass das Dortmund richtig runterreißt. Müssen wir mal sehen, wenn die jetzt natürlich einigermaßen den Kader beisammenhalten oder vielleicht noch gute Ergänzungen, dann kann das auch positiv klappen. Sie haben auf jeden Fall einen guten Trainer, bei dem ich immer noch glaube, dass der die schon wieder hingebogen bekommt. Ja. Aber ansonsten müssen wir mal gucken. Vielleicht, weil ich glaube, dass bei Leverkusen noch mehr geht, war es fast irritierend, dass sie am Ende doch wieder nicht so gut performt haben. Mm. Mal schauen. Aber die Eintracht sollte man auch nicht rauszählen, weil ich bin doch nicht sicher, dass Kolomyani definitiv geht. Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, wenn du jetzt einfach so die Abwehr jetzt ordentlich aufgebaut bekommst, wir haben ja jetzt auch schon die ein oder anderen Verpflichtungen schon getätigt, da sind auch ein paar dabei, wo ich mich sehr drauf freue, die spielen zu können. Wir hatten Pacho vorhin angesprochen, auf Fugo Larsson freue ich mich, also da sind schon so ein paar dabei. Ich glaube, das könnte einfach auch geil werden und wie du zu Recht sagst, Marvin, wenn die jetzt einfach einen stabilen Kader hingesetzt bekommen, ich glaube, auch der Trainer kriegt da einiges Gutes hin, dann können wir da auf jeden Fall wieder irgendwie mitarbeiten. Auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe Bock auf die zweite Saison von Paxton Aaronson. Ich glaube, der wird nächste Saison nochmal richtig abgehen. Ich würde mir das so wünschen, dass der einfach viel mehr Startelf-Zeiten bekommt und dass der richtig den Durchbruch schafft. Ich glaube nämlich, wir haben von dem, was der tatsächlich kann, noch nicht alles gesehen. Das denke ich auch, ja. Gut, es ist Mittwochabend, es ist spät, es ist wahnsinnig warm. Ich schwitze unter diesen Kopfhörern wie die Hölle. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Strich unter diese Sendung und damit auch einen Strich unter die Saison 2022, 2023, liebe Hörerinnen und Hörer. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz großen Dank rausgeben an diesen wunderbaren Support, den ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in dieser Saison wieder dagelassen habt, dafür gesorgt habt, dass wir hier die Infrastruktur am Laufen halten können, dass wir Technik am Laufen halten können, dass wir auch uns mal eine Kleinigkeit irgendwie aus der Kasse rausnehmen können für die Zeit, die wir hier investieren. Das macht uns super Spaß, aber das ist natürlich auch immer nochmal ein Feedback von eurer Seite. Von daher vielen, vielen Dank für euren großartigen Support. Vielen Dank, Dominik, an dich, dass du hier dieses Saisonabschlussquiz wieder vorbereitet hast und jetzt sogar noch ein bisschen Zeit hattest, mit uns über die Eintracht zu quatschen. Ja, und danke, natürlich vielen auch vielen Dank an meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter Alex, Patricia, Basti und Dennis und dich, lieber Marvin, dass ihr auch hier in dieser Saison wieder mit mir dieses wunderbare Projekt gemacht habt.
Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Fest und ich freue mich auf die nächste Saison und dann werden wir durch die Conference League tingeln und hoffentlich viel Spaß haben. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen und wir hören uns nächste Saison wieder. Macht's gut, ihr Lieben. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.